Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich wirklich sehr. Heute geht das alte Tor, Eingangstor, wird restauriert. Den ersten Flügel, der wirklich sehr zerstört war, also sehr in die Jahre gekommen ist. Morsch, wurmstichig. Gewisse Teile mussten ersetzt werden. Auf Vordermann gebracht. Hier ein Ast, hier ein Ast, hier ein Ast. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar sinnvoll wäre, jetzt das hier alles auszuflicken. Ich muss den Hobel reinigen, der ist verstopft. Ich habe da vorher ein paar Probehobelungen gemacht, ob das Profil passt. Okay, ich muss den immer ausräumen gleich. Da wird irgendwas mit dem Keil da unten nicht stimmen. Achso, ich sehe es schon. Jetzt sollte das Problem behoben sein. Hier ist es ein Musterstück, damit ich sehe, wie weit ich da hinein muss. Ich könnte mir auch hier das Streichmaß nehmen und mir anreißen. Na, jetzt ist es. Oh, es geht noch gerade. Na, servus. Dieses Streichmaß bin ich eigentlich nicht sehr Fan davon. Jetzt habe ich mir hier genau angerissen, wie tief ich hobeln muss. Wieso wirft es das nicht ordentlich aus? Okay. Jetzt meine ich. Jetzt ist er gut eingestellt. Streiten sich die Leute rum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am Ende weiß keiner nichts. Der eine hasst den anderen dumm, am Ende weiß keiner nichts. Da ist der alle ernste Mann, dem anderen viel zu recht. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Jetzt habe ich mir in die Oberfräse das Nutrad hineingegeben und habe hier ein kleines Nutrad, den Nutfräser, und dann mit Schleifpapier noch komme ich eigentlich ganz genau auf dieses Profil. Muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht verwackle. Spannend, spannend. Wie gesagt, dieses Teil haben wir ja jetzt Profil gehobelt, das aufrechte Fries. Und das Querfries muss sich zuerst den Zapfen anfräsen. Denn wenn ich jetzt das Profil hoble und dann fräse ich den Zapfen an, dann reißt mir das aus, weil ich an das Profil nichts anlegen kann. Ein Opferholz. Es ist mir zum Glück noch rechtzeitig eingefallen. Also ich versuche immer, die Arbeitsschritte durchzudenken. Die nächsten ist natürlich sehr zeitintensiv, aber jetzt ist es wieder gut, da mir kein Ausriss bevorsteht. Jetzt messe ich genau diese Zapfenlänge ab und diese Zapfenlänge, ich habe die Teile gleich liegen. Hier ist das Profil und hier auch. Und auf jeder Seite wird der Zapfen dann genauso lang gemacht, wie er original war, und auch die Tiefe. Ich sehe, hier ist 12 mm und hier ist 9 mm. Ich werde das genau nachmachen. Müsste eigentlich nicht sein. Nein, muss eigentlich sein. Ich muss hier neu aufleimen, aber das bleibt trotzdem dasselbe Maß. Ich habe hier das so abgesetzt, wie der alte Zapfen die Wangen waren. Also ich muss das wirklich genau so nachmachen. Die andere Seite, wo das neue Fries kommt, könnte ich genau mittig aufteilen. Aber das ist unnötig. Hier halte ich mir den Winkel hierher. Dann kann ich genau messen. Hier habe ich genau 12 cm. Jetzt reiße ich mir hier an die 12. Das heißt, hier muss der Zapfen bis hierher gepresst werden. Auf der anderen Seite hier sind es dann nur 11,5.
11,5. Muss ich sehr aufpassen beim Fräsen, dass ich nicht zu weit einfräse. Jetzt drehe ich mir die Teile gleich um, dann kann ich wieder gleich anreißen, denn ich traue der Sache nicht ganz, ob die Unterseite gleich ist. 12, oh ja, und 11, 7. 12, es ist zwar jetzt eigenartig, dass es nicht genauso ist, aber ich werde es hier die 11, 7 annehmen. 11, 7. So. Und hier auch. Jetzt stelle ich mir die ganzen Teile auf und messe mit der Schublehre. Gescheiter, wenn ich so messe. 12 mm. 12 mm. Also so übertrage ich mir das jetzt alles ganz genau und dann gehe ich es an mit dem Fräsen. Beim Fräsen habe ich mir jetzt ganz was Superes gebaut, dass falls ich umfallen würde und in den Fräser hineinfallen, geht das nicht. Denn ich kann das so zumachen, dass ich wirklich das ganze Werkstück verdecke. Hier habe ich meinen tiefen Anschlag. Wenn ich hier anstoße, fräse ich immer genau gleich tief hinein. Bei diesem Stück, was ich jetzt fräsen muss, ist es etwas anders. Es ist jeder Zapfen ein wenig anders. Das heißt, ich habe mir hier was eingestellt, das tiefste, damit ich auf jeden Fall einmal nicht tiefer hinein kann wie die 12 cm. Dann weiß ich, ich bleibe lieber immer zurück und taste mich immer an. Ich kann jetzt die 9 mm Abplattung fräsen und dann die 12 mm. Großartig einstellen braucht man nichts, weil jeder Zapfen anders ist. Jetzt schauen wir, wie das funktioniert. So wie ich ganz früher gefräst habe, wie ich meine Türen gemacht habe und so weiter, hat es mir das immer total ins Gesicht geworfen. Dann habe ich so eine Abdeckung genommen, die original gewesen wäre. Das hat auch nicht richtig funktioniert. Und jetzt habe ich das so angepasst, werden wir sehen. Die Sicherheit messe ich nochmal. Unten habe ich die 12. So. Etwas zu tief. Hier sieht man, ich muss mit dem Fräser noch hinauf. Hoch. Hier. Hier kann man erkennen, noch ein wenig. Hier ziemlich genau einen Hauch stelle ich noch ein. Habe ich das fixiert. Und jetzt kann hier nichts ausreißen wegen dem Opferholz. Jetzt fräse ich die andere Seite. Hier weiß ich, dass ich um 3 mm weniger habe. Die Tiefe ist aber die gleiche. Jetzt fahre ich hier an die 12 an und 3 mm zurück. Passt. Und jetzt stelle ich mir hier die Tiefe mehr ein und so mache ich das jetzt immer weiter. Die Zapfen sind abgesetzt. Wenn ihr jetzt zu Hause auch so große Zapfen absetzen müsst, so eine Fräse hat natürlich nicht jeder, aber man braucht einfach nur eine Oberfräse und einen Falzkopf, den stellt man auf die Tiefe ein, von hier fräst man zurück, denn wenn man anders fräsen würde, dann hat man keine Auflagefläche nicht mehr. Und man kann sich daneben auch noch Hölzer niederspannen mit derselben Höhe, dann hätte man eine Auflagefläche, auf jeden Fall. Mit der Oberfräse überhaupt kein Problem. Ich reiße mir jetzt an die Gärungen, die ich schneiden muss. Ich reiße mir eigentlich gleich alles an. Also hier jetzt die 45 Grad, die ich schneiden muss. Auch hier. Das ist dasselbe wie hier. Ich habe mir hierzu mit dem Streichmaß diesen Punkt angerissen. Das ist der hier und von dem Punkt 45 Grad. Jetzt reiße ich mir das noch an. Der Zapfen gehört hier abgesetzt gleich. Und unten ist es ein Federzapfen. Ich werde die Feder natürlich dann genauso machen wie hier. Denn diese Düre hat jetzt ca. 150 Jahre so gehalten. Ich glaube, dass die Feder gut war. Also der Zapfen, die Bemessungen, wenn es so lange gehalten hat. Das sind schöne Arbeiten, das kann man perfekt mit der Hand machen. Das Schneiden jetzt. Und ich muss sagen, es ist mit dem Fräser ein wenig ausgerissen. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn dieser Ausriss wird jetzt weggeschnitten und dann wird das Profil gehobelt. Unten reiße ich mir das auch an. Ich messe jetzt so einfach 6,4. 6,4.
anderer Zapfen. Mit dem Winkel übernehme ich hier diese Gerade, also ich verlängere diese Gerade. Und dann kann ich ganz schön messen, 6,7 hat es hier. 6,7. Es ist eigentlich nur wichtig immer, einen Zentimeter haben Sie das gemacht, es ist eigentlich nur wichtig, dass man sich jede Arbeit, jeden Schritt hier abmisst und nicht so, wie man, wenn man normal so ein Tor baut, macht man ja alles gleich und kann quasi so arbeiten. Das ist in dem Fall hier nicht möglich. Hier muss man sich das eben alles extra anreißen. Aber ich würde sagen, das ist das wenigste Problem. Hier, diese Absetzungen müssen auch gar nicht ganz genau sein, denn hier kommt ja noch ein Keil hinein. Hier haben Sie das sogar ein wenig schräg geschnitten. Das werde ich auch. Ich nehme an, dass Sie das dann auch beim Stemmen ein wenig schräg gestemmt haben, dass der Keil schön aufliegt. Und dann ist auch noch sehr sinnvoll, wenn man sich anreißt, was weggehört, dann kann man sich hier auch nicht vertun. Und diesen Strich überwinkle ich mir noch so, damit ich beim Ansetzen der Säge eine gerade rechtwinklige Linie habe. Diese eine Seite habe ich schon geschnitten. Jetzt ist die zweite an der Reihe. Überwinkeln. Wie gesagt, so hundertprozentig schön erwische ich das nicht. Jetzt schneide ich das noch weg. Aber ihr werdet dann sehen, wichtig ist, dass der Bleistiftstrich stehen bleibt. Dann kann man das zusammenstecken. Und später schneide ich beide Gärungen gleichzeitig mit. Wenn man die Zapfen komplett mit der Hand schneidet und das Durchgestemmte soll auf der einen Seite schön sein, ist es sinnvoller, das Ganze um 4-5 mm länger zu lassen und dann absetzen. Denn beim Anschnitt sieht das nicht immer schön aus. Außer man macht das mit der Japansäge, dann ist es auch besser, weil es wirklich schön den Strich entlang geht. Hier ist der Anschnitt, ich werde euch das gleich zeigen. Entspannen immer. Und wenn man sie zur Wand stellt, schneide, schaut immer zur Wand die Zähne. Und hier ist der Schnitt und oben ist er etwas vom Ansetzen nicht 100% schön. Daher ist es wichtig, wenn man das mit Hand macht, dass man es länger lässt eventuell. Hier steht der Bleistrich noch, der ganze. Denn dieser wird nachgeschnitten, hier lasse ich den halben stehen. Ich hoffe, das kann man erkennen. Eigentlich habe ich hier nur einen viertlichen Bleistiftstrich stehen gelassen, etwas zu genau. Aber dafür arbeite ich dann wieder bei anderen Schritten nicht so genau. Das gleicht sich dann aus. So, und jetzt hobel ich mir das Profil an. Das kann ich schließen. Profilstärke, also wie tief ich hinein muss, das habe ich noch hier einge. Und wie spanne ich mir das jetzt am besten hier nieder? Ein Tischler, wenn sein Werk gefällt, hat manche frohe Stund. Das Glück ist doch nicht in der Welt mit Reichtum bloß im Bund. Seh ich so viel zufriedene Leute, da freut's mich gleich noch mehr. Da nehm ich mir den Hobel heut und hobel hin und her. Und hier kann man wieder den Strich erkennen. Zu diesem Strich muss ich hinhobeln. Hier vorne habe ich es schon fast. Hier muss ich jetzt mehr hobeln. Hier am Anfang muss ich jetzt mehr hobeln. Ja, jetzt bin ich ziemlich. Jetzt sieht man, jetzt bin ich ziemlich genau wieder. Einen Zug noch hier. Und dann kann ich eigentlich schon alles durch. So, und jetzt, was haben wir da? Jetzt habe ich hier, wo ist denn jetzt? Ah, da. Jetzt habe ich mir vorbestellt. Ja, was weiß ich.